Ey Leute, wisst ihr, guck mal, also man sieht doch so 1000 Menschen sterben und so. Also man sieht doch so Nachrichten, 1000 Menschen sterben. Okay, manche gucken hin, okay, aber manche, die gucken so weg. Ich frag mich so, ja, wieso guckst du weg? Okay, manche, die wollen so helfen. Aber die fragen sich so, wie soll ich helfen, weil die sind so andere Land, die machen sich Gedanken, aber es gibt manche, die machen sich keine Gedanken. Ich meine zu mir, okay, wieso bist du so? Ich meine, okay, du bist so, aber okay, manche Leute wollen nicht, dass man die, okay, wenn man nicht will, was man dir tut, das soll man auch keinen anderen machen. Ganz einfach, man kennt ja so einen Spruch und ja, also das nimmt mich so richtig mit. Und ich fühle genau wie die, ich weiß, wie sie sich fühlen. Und ja, das macht mich also richtig fertig. Mir fehlen einfach die Worte. Stellen Sie sich mal vor, es ist Montag.
Und was heißt Montag für Sie? Klar, Sie gehen einkaufen. So wie jeden Montag auch. Sie brauchen ein paar Sachen, wie ein bisschen Milch, Brot, ein bisschen Schinken. Und nicht zu vergessen, ganz, ganz wichtig, Ihren laktosefreien, glutenfreien, fettreduzierten Eiersalat. Ohne den können Sie nicht. Das ist ganz Wichtigste. So. Sie gehen zu Rewe. Rewe ist bei Ihnen um die Ecke, ist ein super Laden, gibt es viel Möglichkeit. Und ja, Sie finden den Kassierer auch ganz süß. So. Also. Wie gewohnt, gehen Sie zu Rewe ins Regal 2. Da wissen Sie natürlich, da ist der Eiersalat. Und da sehen Sie, das Regal 2 ist komplett leer. Nach einer Zeit entdecken Sie das Schild, auf dem drauf steht, dass die ganzen Lebensmittel an die Flüchtlinge gespendet sind, die in der Nacht ankamen. Ja, ist schon mal was Gutes. Aber das heißt, dass Sie immer noch kein Eiersalat haben. Das heißt auch, dass 1000 Menschen, die nach so einer langen Flucht endlich auf sicherem deutschen Boden sind, auch etwas zu essen bekommen können. Jetzt haben sie aber immer noch keinen Eiersalat. Was könnte man da tun? Was würden Sie denn tun? Kein Eiersalat essen. Kein Eiersalat essen. Hat jemand noch eine andere Idee? Niemand? Selbst machen. Wie bitte? Selbst machen, zu Hause. Etwas selbst machen. Ja. Aber, ich meine, Sie könnten ja auch irgendwo anders hingehen. Oder? Das wäre auch eine Möglichkeit. Erstmal zu Penny. Penny! Lidl lohnt sich. Lidl? Ja, einmal hin, alles drin. Nee, wird jeden Tag ein bisschen besser. Okay? Mach es viel besser. Es ist wieder super Samstag bei Lidl. Kaufland, hier bin ich richtig. Na, das geht doch noch. Gut, ich hab's. Edeka, wir lieben Lebensmittel. Nettomarkt ist noch einfach besser. Die Norma! Und wir sind zu dem Entschluss gekommen,
dass es gar nicht so persönlich wird, wie wir denken. Ich meine, Mariella macht in einem Fitnessstudio Sport, weil ihre eigene Turnhalle umfunktioniert worden ist. In ein Flüchtlingsheim. Ebenso wurde ihr Schulgebäude benutzt, um Deutschkurse anzubieten. Und dadurch geht sie jetzt in ein anderes Schulgebäude. Aber das neue Schulgebäude ist viel näher an ihrem Haus. Das ist doch Beste. Ist gut. Ich meine, wir in Berlin, die in einer Großstadt leben, hören vielleicht mehr Arabisch auf den Straßen. Vielleicht ist auch die U-Bahn voller. Und im PV-Unterricht sprechen wir mehr darüber. Ich kann zum Beispiel bei meiner Lehrerin nicht mein Abi machen, weil sie jetzt die Willkommensklasse angenommen hat. Aber hey, genauso wie du dir erlitten hast, aber ich weiß genau, wie du dich gefühlt hast.